Wir haben jetzt also unsere BNB-Tokens, die wir vorher bei Binance gekauft haben, auf unser MetaMask-Wallet übertragen und wollen jetzt damit loslegen. Und wir wollten ja laut unserem Plan im ersten Schritt einen Money Market ausprobieren, indem wir die Tokens dort einlegen. Das heißt, wir verleihen die und bekommen dafür Zinsen. Und das machen wir auf der Plattform Venus. Die ist zu finden unter der Adresse venus.io. Den Link, den tue ich auch in die Beschreibung unten. Und das ist ein dezentraler Marktplatz für Leute, die Geld verleihen wollen und für Leute, die sich Geld ausleihen wollen. Und hier, um das zu bewerkstelligen, gibt es hier eine App, die starte ich jetzt mal. Und diese App, die interagiert mit meinem MetaMask Wallet. Und deshalb muss ich dieses MetaMask Wallet, wenn ich hier was machen möchte, auch erstmal freischalten. Das mache ich mal eben mit meinem Passwort. Genau. Am besten mit dem richtigen. Und wenn ich hier das erste Mal drauf bin, dann muss ich das MetaMask Wallet mit dieser Plattform erst verbinden. Da wird mir jetzt hier erstmal eine Liste angezeigt mit den ganzen Accounts, die ich im MetaMask Wallet habe. Und ich werde dafür jetzt auch das DeFi-Tutorial Wallet nehmen, weil da sind ja die 4,811 BNB, die ich gekauft habe, die liegen da drin und mit denen möchte ich hier arbeiten. Dann klicke ich hier auf Weiter und dann muss ich quasi noch dieser Plattform die Erlaubnis erteilen, dass die auf mein Wallet zugreifen darf, wobei die hier nur was lesen darf. Hier steht View the addresses of your permitted accounts. Das heißt also, die werden jetzt nicht hier irgendwelches Geld abheben können, sondern die können sich nur quasi die Adressen, mit denen ich arbeite, anschauen, um dann auf der Blockchain nachzuschauen, ob ich da Geld verliehen habe und so weiter. Das heißt, das ist nur die Erlaubnis, auf der Blockchain nachzuschauen. Dann klicke ich auf Verbinden. Und dann bin ich mit dieser Plattform, dann ist das MetaMask Wallet mit der Plattform verbunden. Ich sehe hier wieder diesen kleinen Programmierfehler, wo hier Ether statt BNB angezeigt wird. Also stellt sicher, dass ihr auf der Binance Smart Chain seid. Was hier angezeigt wird, ist egal. Binance Smart Chain muss hier oben stehen. Außerdem muss ich die Seite nochmal aktualisieren. Das kommt schon mal vor. Und dann bin ich in dem Dashboard von dieser Venus-Plattform und das sieht erstmal ziemlich überwältigend aus. Das ist ein Dashboard, da sollen möglichst viele Informationen abgebildet sein. Es kommt aber eigentlich nur auf einige wenige an, vor allem jetzt im Moment. Und als erstes schalten wir mal hier in diesem Knopf unter dem gelben Kreis um auf APY without XVS. Was das ist, erkläre ich auch nachher nochmal in Ruhe. Das ist jetzt erstmal nicht so wichtig, es ist einfacher zu erklären, wenn man das erstmal weglässt. Und hier sind quasi Supply Balance und Borrow Balance. Das bezieht sich darauf, wie viel Geld habe ich in die Plattform eingezahlt als Supply und wie viel habe ich mir ausgeliehen. Ich kann also hier gleichzeitig Geld reintun und mir auch Geld leihen. Jetzt ist die Frage, warum sollte ich das machen? Ich meine, ich kann mir das ja sparen. Ich tue Geld rein, stell Geld zur Verfügung, ich gebe Geld an die Plattform und dann leihe ich mir das wieder zurück. Eigentlich ergibt das keinen Sinn. Das liegt daran, dass es hier nicht nur ein Asset gibt, sondern es gibt ganz viele Assets und ich kann also im Prinzip ein Asset in diese Plattform reintun und verleihen und dafür kann ich mir dann ein anderes Asset ausleihen. Das ist die Liste mit den Assets, die hier unterstützt werden und da sehe ich auch schon mein BNB. Meine Tokens. Hier ist auch abgebildet, dass ich 4,81 BNB in meinem Wallet habe. Und diese Spalte hier, das sind die Zinsen, die ich bekomme, wenn ich BNB einlege. Und zwar sind das Jahreszinsen, APY, das sind Jahreszinsen. Und die Zinsen, die ich hier für meine BNBs bekomme, sind 2,16%. Und jetzt ist die Frage, ja, warum sollte ich das eigentlich machen? Also 2,16%, das sieht relativ niedrig aus. Wir sind ja im Kryptobereich auch ganz andere Prozentzahlen gewohnt, weil wir ja, wenn der Kurs sich um 2,16% von irgendeinem, sagen wir mal, von Ethereum oder von Bitcoin um 2,16% ändert, dann heißt das ja für uns eigentlich, der Kurs ist stabil.
Also während natürlich in anderen Märkten eine Schwankung von 2,16% schon sehr heftig ist und sich heftig auswirkt, ist das für uns eigentlich ein stabiler Kurs. Bei uns geht es eher darum, dass wir dann erstmal richtig aufwachen, wenn irgendwie 15% oder 20% oder wir sind ja auch teilweise 50% Kursschwankungen pro Tag gewohnt. Warum sollten wir uns also hier mit 2,16% irgendwie aufhalten? Das liegt daran, also die Idee dahinter ist, das ist ja nicht der Kurs, sondern das sind die Zinsen. Und das bedeutet, dass also wenn wir unsere BNB-Tokens hier einlegen, dann verlieren die ja nicht an Wert. Die gehören uns ja immer noch, wir haben die nur ausgeliehen. Das bedeutet, jede Kursänderung, die der BNB macht, die nehmen wir mit, wenn wir unsere BNBs hier verleihen. Also wir legen irgendwie BNBs im Wert von 1000 Dollar ein und ein Jahr später ist der BNB 50% mehr wert. Dann holen wir nach einem Jahr eben auch 1500 Dollar Wert in BNB wieder raus. Das heißt, wir legen BNB ein. Wir holen BNB ab und wenn der Kurs sich verändert, bekommen wir immer die gleiche Zahl an BNB zurück. Ich lege also 4,81 BNB ein und bekomme 4,81 BNB wieder zurück, egal wie der Kurs sich entwickelt hat. Und zusätzlich dazu bekomme ich aber die Zinsen, die hier stehen, noch. Das heißt, das sind 2,16% auf meine Einlage, die ich im Prinzip, egal wie sich der Kurs entwickelt, plus obendrauf bekomme und zwar auch in der Währung, die ich eingelegt habe. Das bedeutet, ich lege also 100 BNB ein und wenn ich nach einem Jahr, weil es sind ja Jahreszinsen, die 100 wieder raushole, dann habe ich 102,16 BNB. Und das ist durchaus interessant, wenn man sich mal überlegt, dass der Bitcoin zum Beispiel letztes Jahr um die Zeit vielleicht 4.000 oder 5.000 Dollar wert war und jetzt eben über 50.000 Dollar wert ist. Und das heißt also, wenn ich 2,16% von meinen Bitcoin an Zinsen bekomme, dann habe ich diese Kursentwicklung auch bei den 2,16% mitgenommen. Und da ist eigentlich die Frage, warum lasse ich meine Assets eigentlich überhaupt in meinem Wallet rumliegen, wenn ich die nicht auch hier ablegen kann und dafür dann eben Zinsen bekomme. Da gibt es zwar ein Risiko und das Risiko besteht darin, dass diese Plattform irgendwie einen Programmierfehler hat oder so. Das ist aber inzwischen recht unwahrscheinlich, weil diese Plattform Venus, die basiert auf einer anderen Plattform, die ist also davon weiterentwickelt worden, die heißt Compound. Und Compound läuft auf der Ethereum-Blockchain schon seit über einem Jahr. Die Assets, der Wert, der da drin sind, der ist sehr hoch. Also das sind mehrere hundert Millionen, die also in Compound drin sind. Und das heißt, wenn diese Plattform zum Beispiel einen Programmierfehler hätte, den ein Hacker ausnutzen kann, dann wäre das schon längst passiert, weil es ergibt ja keinen Sinn, dass ein Hacker, wenn er weiß, wie er an die hunderte Millionen Dollars, die da drin liegen, kommt, dann einfach noch ein bisschen wartet in Ruhe, weil der kann das ja auch irgendwie sofort machen, ne? Also es ist, je länger diese Plattformen laufen, desto unwahrscheinlicher ist es, dass da irgendetwas nicht stimmt. Und das ist auch keine Firma oder so, die dahinter steckt. Und auch die Plattform wird nicht wirklich von Menschen betrieben, sondern das ist ein Computerprogramm, das auf der Blockchain gespeichert ist. Und da das auf der Blockchain gespeichert ist, kann sich das auch nicht mehr verändern. Jedes Computerprogramm, das auf der Blockchain läuft, ist für immer unveränderlich. Und das bedeutet, die Regeln, nach denen diese Plattform arbeitet, die stehen jetzt für immer fest. Das bedeutet, das ist im Prinzip, dass da mit total offenen Karten gespielt wird. Anders als zum Beispiel im normalen Finanzsektor, wo man davon abhängt, wie zum Beispiel die Bank jetzt ihre AGBs ändert oder so, das kann es hier nicht geben, weil dieses Computerprogramm, dieser Smart Contract eben unveränderlich ist. Wenn ich mein Geld auf diese Plattform lege, dann ist durch dieses Computerprogramm, durch die Regeln, die da fest programmiert sind, auch festgelegt, dass mein Geld nicht verschwinden kann. Das bedeutet, wenn ich hier BNBs einlege, dann ist sichergestellt, dass ich dieselben BNBs, die ich einlege, auch wieder zurückbekomme. Also es wird zwar im Hintergrund was verliehen, das heißt, wenn jemand sich BNB ausleiht,
dann bekommt er auch BNB aus dem Topf, auch aus dem Topf, in dem meine BNBs liegen, aber er muss etwas hinterlegen, was den Gegenwert hat, und dieser Gegenwert, der ist, das wird dafür gesorgt, dass er immer dem entspricht, was ich eingelegt habe. Das heißt, es ist über diese Plattform garantiert, dass ich an meine Einlage wieder rankomme. Und die Laufzeit dieses Darlehens, das ich dieser Plattform gebe, die ist beliebig. Das heißt, ich kann jederzeit auch nach 10 Sekunden das, was ich eingelegt habe, mir wiederholen. Und so ist es eigentlich irgendwo wirklich ein guter Deal, wenn man das macht, weil es gibt eigentlich für einen selber keine Nachteile, außer dieses eine Restrisiko, dass diese Plattform irgendwie gehackt wird oder dass die einen Programmierfehler hat, das aber immer geringer wird, je länger es diese Plattform gibt. Ich zeige hier nochmal so ein, zwei Sachen, die zum Beispiel kann ich hier noch ein paar Daten abrufen für, wenn ich hier kann ich also die Assets auswählen, die hier auf dieser Plattform verfügbar sind. Ich nehme jetzt mal den BNB und dann sehe ich hier die Zinsentwicklung der letzten Tage, und das ist auch ein wichtiger Punkt eigentlich, denn die Zinsen, die hier angezeigt werden, die stehen nicht für immer fest, sondern die verändern sich. Und die Zinsen hängen davon ab, wie viel Bedarf an diesem Asset auf dem Markt besteht. Also wenn viele Leute sich BNBs leihen wollen, wenn ein großes Interesse besteht, dann werden die Zinsen steigen. Und wenn kein Mensch sich BNBs ausleihen möchte, dann gehen die Zinsen wieder runter. Und auch das ist in dem Smart Contract fest einprogrammiert. Da gibt es also eine bestimmte mathematische Formel, die errechnet aus Supply, also dem, was in dem Vertrag drin ist, und dem, was gerade verliehen wurde. Aus dem Verhältnis errechnet die in einer bestimmten Art und Weise diesen Zinssatz. Und man sieht hier, also an BNB ist in diesem Smart Contract drin um die 900 Millionen Dollar, und es sind 400 Millionen Dollar, die davon verliehen sind. Man sieht hier auch, dass zurzeit tendenziell die Zinsen steigen. Also das sieht man daran, dass hier ein grüner Pfeil ist. Das heißt aber nicht, dass bei diesen Schwankungen die Zinsen nicht doch auch ein bisschen runtergehen. Das ist halt einfach nur eine Tendenz, ne? Also 2,12, das war eben, glaube ich, ja, jetzt ist es auf 2,18 gesprungen. Das verändert sich also sehr regelmäßig. Und das heißt einfach nur, dass jetzt auf eine größere Perspektive die Zinsen tendenziell steigen, die ich bekomme, wenn ich dort etwas einlege. Jetzt sieht man hier nochmal auch ganz interessant vielleicht, dass hier 9000 Leute sind, die BNB einlegen, um es zu verleihen, und dass es 1479 Leute gibt, die das dann sich gerade zurzeit ausleihen. Und jetzt ist die Frage, wie mache ich das? Wie lege ich jetzt meine BNBs da ein? Das mache ich, indem ich die hier in der Liste anklicke. Dann kommt ein Fenster, wo ich das festlegen kann, was ich einlege. Und ich habe jetzt hier in meinem Wallet 4,81 BNB. Und die könnte ich jetzt da reintun. Das mache ich aber jetzt nicht so, sondern ich muss darauf achten, dass ich ein bisschen BNB noch in meinem Wallet drin habe, weil ich muss ja für alles, was ich mache, Transaktionsgebühren zahlen. Und die gehen ab von meinem, also die zahle ich an die Blockchain, damit die weiter funktioniert. Und die zahle ich in BNB. Das heißt, ich brauche immer einen Rest an BNB in meinem Account, damit ich weitermachen kann. Weil wenn ich meine Transaktionsgebühren nicht mehr bezahlen kann, dann geht es nicht weiter. Dann muss ich erst neue BNB auf meinen Account einzahlen. Das ist ja so keine Katastrophe. Ich gehe dann zu Binance, kaufe einfach neue ein, tue die auf mein MetaMask-Wallet und kann dann weitermachen. Aber weil das ein etwas unnötiger Umweg wäre, mache ich es einfach so. Ich lege jetzt hier von den 4,81, lege ich nur 4,3 ein. Die Frage ist, wie viel sollte man in seinem Wallet vorhalten? Also eine Transaktion kostet immer so um die 50 bis 80 Cent. Manche sind ein bisschen teurer, manche ein bisschen günstiger. Und da wir hunderte Transaktionen machen, ist eigentlich so, ich sag mal, irgendein Betrag von $10 oder so kann man erstmal so nehmen, die man da drin liegen lässt, also ein Gegenwert von $10. Ich mache das so, ich lege jetzt hier einfach einen halben BNB, den lasse ich da liegen und habe dann erstmal ausgesorgt. Ja, wenn ich das gemacht habe, also 4,3 statt 4,81, dann klicke ich auf Supply.
und schicke mein Geld da ein. Was ich noch kurz vorher ansprechen wollte, ist, hier ist der aktuelle Zinssatz, Supply APY, und dann gibt es noch eine Distribution APY, die erkläre ich nachher, vielleicht im nächsten Video besser. Und noch ein Way-Limit und so, das sind so Dinge, die müssen wir jetzt erstmal gar nicht so genau beachten. Ich lege jetzt einfach 4,3 BNB in diesen Vertrag ein, klick auf Supply. Ich muss mein MetaMask Wallet freischalten. Hier ist die Transaktion. Ich bestätige die 4,3. Das, was hier steht, das sind die Transaktionsgebühren. Da kann man noch was einstellen. Das ist aber für uns jetzt nicht so wichtig. Wir lassen das einfach in Ruhe. Ich gehe auf Bestätigen und dann ist das hoffentlich unterwegs. Plattform ärgert mich gerade ein bisschen. Jetzt warte ich, bis die Transaktion abgeschlossen ist. Fertig. Und jetzt wird sich hier gleich die Supply Balance aktualisieren. Und die Balance wird immer in US-Dollar angezeigt. Das hatte ich ja auch in einem anderen Video bereits angedeutet. Im DeFi-Bereich wird eigentlich der Gegenwert von Assets immer in US-Dollar gerechnet. Das liegt einfach daran, man braucht, weil man mit vielen verschiedenen Assets zu tun hat, irgendeine Möglichkeit, die Werte der Assets untereinander zu vergleichen. Und der US-Dollar ist halt einfach irgendwie, weil er international viel eingesetzt wird und den auch jeder kennt, jetzt die richtige Umrechnungsbasis. Man könnte da aber auch eine Fantasiebasis nehmen, das würde nur dann keiner verstehen, das wird die Sache viel komplizierter machen, oder den Euro, aber den Euro benutzen nicht so viele Leute wie den US-Dollar. Deshalb, das ist einfach nur irgendeine Zahl. Es hat jetzt nichts damit zu tun, dass ich hier Dollar eingelegt habe oder Dollar wieder zurückbekomme, sondern das ist einfach nur der US-Dollar-Gegenwert meiner Einlage. Die Einlage selber steht hier in der Liste unter Supply und die ist in BNB gemacht worden. 4,3 BNB habe ich hier eingezahlt und hier steht auch schon wieder der Dollar-Gegenwert und mein aktueller Zinssatz, nämlich 2,16%. Das ist also irgendwie nur eine Anzeige, denn wenn ich jetzt noch mehr, angenommen, ich hätte jetzt hier USDT-Tokens und ich würde die auch hier einlegen, das kann ich ja gleichzeitig, dann würde sich hier diese Supply Balance erhöhen und dann müsste man hier eine Riesenliste führen, wenn man das einzeln aufführt, und so wird das eben als eine Zahl im Gegenwert von US-Dollar angezeigt und diese Zahl wird sich jetzt verändern. Natürlich müsste die eigentlich hochgehen, weil ich ja Zinsen bekomme. Aber bei 2,16% pro Jahr wird sich diese Zahl nur relativ langsam nach oben bewegen. Und die Schwankungen, die ich hier gelegentlich sehe, die sind tatsächlich einfach nur die Veränderung des BNB-Kurses. Über die Zeit müsste also aber die Zahl an BNB, die ich hier habe, die müsste steigen. Und das tut es auch, nur das geht so langsam, dass ich das natürlich jetzt hier in diesem Video nicht zeigen kann. So, und jetzt kommt noch die Geschichte, wo ich eben so ein bisschen drüber hinweggegangen bin, und zwar, was ist eigentlich dieser Knopf hier? Und dieser Knopf ist das eigentlich Spannende hier, nämlich die APY, die hier angezeigt ist, die ist gar nicht die richtige APY, sondern es gibt von dieser Plattform noch einen eigenen Token, das ist der Venus-Token, und den kann ich zum Beispiel hier auch bei CoinGecko aufrufen. Und mal eingeben, bei CoinGecko finde ich alle Kurse von allen möglichen Kryptowährungen. Und Venus, wenn ich hier in die Suchmaske gehe, dann taucht er hier auch auf. Den klicke ich an und dann sehe ich hier den Kurs. 63 US-Dollar ist der. Und ich kann mir diesen Token auch in mein MetaMask Wallet holen, indem ich hier auf dieses MetaMask-Icon klicke. Dann fragt MetaMask mich nochmal, ob ich den wirklich haben will. Ja, ich möchte den hinzufügen. Und jetzt sehe ich hier in meiner Liste meiner Tokens den XVS. Er ist natürlich jetzt im Moment noch 0. Hier in CoinGecko sehe ich auch die Plattform, also die Webseite venus.io. Also das stimmt auch überein. Und ich gehe jetzt nochmal zurück auf dieses Dashboard. Denn es ist so, ich bekomme nicht nur Zinsen
in Form von BNB, weil ich BNB eingelegt habe, sondern ich bekomme auch den über von dem Venus Token bekomme ich auch Zinsen. Das heißt, also ich bekomme Zinsen in Form von Einheiten dieses Venus Tokens. Und das ergibt eine ganz andere APY, weil ich bekomme ja nicht nur BNB Zinsen, sondern ich bekomme auch XVS. So ist das Währungssymbol, die Abkürzung für den Venus Token. Ich bekomme also nicht nur BNB Tokens, sondern ich bekomme auch XVS Tokens als Zinsen noch obendrauf. Und wenn ich mir also meinen Jahreszins anzeigen lassen möchte, der beides zusammen ist, dann schalte ich hier um auf APY with XVS und dann bekomme ich schon deutlich mehr Zinsen. Und dieser Zinssatz hier, 5,79%, der schwankt, weil der Kurs vom XVS auch schwankt. Das heißt, wenn der XVS steigt, dann wird meine APY auch steigen und wenn der sinkt, dann wird die wieder runtergehen. Was aber nicht passiert ist, dass diese APY auf unter 0 geht. Die Zinsen gehen nicht auf unter 0. Warum? Weil dieser XVS-Token entweder null wert ist, was ja der allerübelste Fall wäre, oder mehr als null ist. Das heißt also, diese APY muss immer positiv sein. Und das bedeutet, wenn ich wissen will, was ich mindestens an Zinsen bekommen will, dann gucke ich mir das ohne das XVS an. Und wenn ich einfach mal jetzt wissen will, was zum aktuellen Marktpreis voraussichtlich mein Zinssatz für den Rest des Jahres ist, 5,79%. Das ist aber eine Zahl, die sich immer verändert. Und da jetzt im Moment, also wo ich dieses Video drehe, die Kryptokurse alle sinken, was man ja auch gerade gesehen hat, als ich auf CoinGecko war. Ich rufe das jetzt nochmal schnell auf. Hier, der ist also über Nacht um 12,4% gesunken und der geht auch weiter. Der ist jetzt also seit ein paar Tagen eigentlich, ja, seit 14 Tagen nicht, aber seit einer Woche sinkt der tendenziell. Das heißt, meine Zinsen gehen zurzeit wieder runter. Aber wenn dieser Kurs wieder anfängt zu steigen, dann wird auch der Zinssatz, den ich da habe, attraktiver. Jetzt die Frage, wie kriege ich die XVS? Die bekomme ich, wenn ich meine BNB-Tokens abhole oder ich kann auch zwischendurch immer mal wieder hier vorbeischauen und mir die einzelnen abholen, die Tokens. Und zwar geht das über die hier links in dem Menü über Vote. Und hier sieht man, wie so langsam meine Venus Tokens die Zahl hochgeht. Also ich habe jetzt, nachdem ich hier ein paar Minuten irgendwie mit meinen BNB Tokens da drin bin, habe ich schon 0,0006149 und das steigt jetzt immer wieder ein bisschen Venus gesammelt. Und die kann ich über diesen Link Collect mir holen regelmäßig. Und das mache ich jetzt nicht, weil ich habe jetzt noch nicht so viel gesammelt, dass ich das mit den Transaktionsgebühren rechnen würde. Was ich hier machen kann ist, also warum gibt es diese Venus Tokens? Die gibt es, weil man damit Rechte, Voting-Rechte bekommt. Man kann nämlich hier mitentscheiden, was mit dem ganzen Protokoll passieren soll. Also das heißt, wenn sich Änderungen in diesem Protokoll ergeben, wie zum Beispiel, dass bestimmte Zinssätze da sind oder dass bestimmte Assets jetzt gepusht werden sollen, damit die attraktiver werden für den Markt oder so, dann können hier Parameter verändert werden oder dass neue Assets irgendwie aufgenommen werden, wie zum Beispiel dass Cardano ADA aufgenommen wird. Das haben wir ja gerade in der Liste gesehen. Das ist jetzt am 19. Februar passiert. Da kann man also dann mitvoten. Ich habe hier nicht mitgevotet. Ist ja auch logisch, weil ich hatte ja auch noch keine Venus-Tokens dann. Und je mehr Tokens man hat, desto mehr Voting-Rechte hat man. Also desto wichtiger ist die eigene Stimme in dem ganzen Markt. Und das ist natürlich jetzt in unserem Fall, wir sind hier ziemlich unwichtig. Aber dadurch hat dieser Venus-Token tatsächlich auch einen Wert, weil es für viele interessant ist, hier mitzuvoten. Je mehr man in diese Plattform eingelegt hat, desto wichtiger ist es einem natürlich, da auch mitzuvoten. Das ist also die Rolle des Venus-Tokens hier auf dieser Plattform. Und im Prinzip, wenn es jetzt um das Einlegen von Assets geht, ist das auch schon fast alles, was man dazu sagen kann oder sagen muss. Insofern würde ich jetzt einfach im nächsten Video darauf eingehen, wie man hier etwas leiht. Das ist ein bisschen komplizierter als das
zur Verfügung stellen von Assets. Und das machen wir jetzt im nächsten Video.